Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe eben Pause gemacht. Jetzt machen wir weiter. Da haben wir vorhin aufgehört. Wir müssen den Beamern weiterfragen. Malst du was Bestimmtes? Malst du was Bestimmtes? Ich warte noch auf Inspiration. Ein Schluck Kaffee würde mir sicher helfen. Der braucht Kaffee. Aber ich schäme mich, wegen meiner Allergie. Deswegen brauchst du dich doch nicht zu schämen. Meine Allergie führt zu gesteigerter Ohrenschmalzproduktion. Aha. Oh. Wir müssen alle mal fragen, nach wie wir hier rauskommen. Vielleicht finden wir irgendwann mal vielleicht einen Weg. Kennst du einen Weg hier raus? Irgendwie einen Tipp oder so? Der naheliegendste Weg wäre wohl eine geistige Genesung. Aha. Das passiert allerdings so gut wie nie. Vielleicht, weil die Kriterien geistiger Genesung dem Urteil des Doktors unterliegen. Und mal ehrlich, wer würde seinen eigenen Stammkunden eine Bedarfsdeckung bescheinigen? Ganz schön zynisch für jemanden, der ein Bienenkostüm trägt. In der Tat. Wie dem auch sei. Einige der Bekloppteren unter uns benutzen das alte Wäscheliftsystem. So gelingt es ihnen, unerlaubt die Stockwerke zu wechseln. Ah. Der Wäschelift in die Freiheit muss aber noch gebaut werden. Danke, dass du meine Illusion zerstörst. Ich mach mal eine Fliege. Ich mach dann mal eine Fliege. Nur zu. Okay, ich hab hier noch... Wir reden mal mit den Dingern. Von manchen Künstlern wird behauptet, die Leinwand habe zu ihnen gesprochen. Ich frage mich, was soll so eine Leinwand schon Spannendes zu erzählen haben? Gute Frage. Oh, ich kann auch Papier nehmen. Nein, danke. Ich stehe nicht auf Beschäftigungstherapie. Aha, wegen Therapie, ne? Okay, reden wir mit dem Papier. Warum? Es hört dir doch nicht zu. Warum nicht? Das ist Papier? Vielleicht doch. Gibt es noch ein Regal? Okay. Dann kann ich mit dem Regal sicherlich reden. Das spricht mich alles überhaupt nicht an. Okay, da wurde anscheinend etwas... da steht ein Generalschlüssel. Ernsthaft? Warte mal. Das ist Kunst. Kann ich den nehmen? Es ist verlockend. Aber genau das macht das Kunstwerk aus. Je mehr ich mich darüber ärgere, dass ich diese Kunst zu sehr zu schätzen weiß, als dass ich den Schlüssel entwenden würde, desto genialer wird das Werk. Und desto weniger kann ich den Schlüssel nehmen. Und umso mehr ärgere ich mich. Okay. Dieses Kunstwerk spricht mich an. Gleichzeitig verspottet es mich auch. Können wir die Wachsmalstifte nehmen? Nein, er ist eine richtige Wuchtbrumme. Wuchtbrumme? Nee, warte mal, nehmen. Für die Wachsmalstifte. Entschuldigung? Die brauche ich noch. Okay, kann ich die Schere nehmen? Yeah! Okay. Ich glaube, hier habe ich jetzt irgendwie mit... Ne, wir benutzen noch Harvey einmal für den Bienenmann. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Mir fällt nichts Ungewöhnliches an ihm auf. Aha. Wer kennt sie? Boki, was sagst du denn zum Raum? Ja, wir befinden uns nun in dem Raum der Beschäftigungstherapie, wo wir auch an meiner Lieblingscharaktere mal wieder treffen, und zwar den Bienenmann. Ja, der Bienenmann ist halt so ein bisschen eins der, für mich persönlich, so ein bisschen zu einem der Symbole für Erdenabbricht ausgeworden. Also als Charakter trägt so irgendwie die ganze Stimmung, weil er halt irgendwie diese Schere zwischen Albernheit und Ernst halt irgendwie in seiner Person vereint. Ich liebe den Dialogpart, wo Edna, also ist glaube ich auch eine obskure Item-Reaktion, die man gar nicht unbedingt machen muss, wo Edna und der Bienenmann das Wort Opossum durchdeklinieren, weil sie sich darüber streiten, wie die Mehrzahl von Opossi ist, und dann fangen sie halt an, von vorne durchzudeklinieren, weil beide halt offensichtlich eine gute Lateinausbildung haben. Opossum, Opossi, Opposso, und dann korrigieren sie sich und es entsteht dieses Wortgemenge aus Opossi, Opossorum, das halt niemand mehr so richtig nachvollziehen kann, außer die beiden, das ist total logisch, das ist schön, bis sie halt nachher irgendwie in irgendwelche Fantasieworte, also aber als wäre es abgesprochen zwischen den beiden, halt irgendwie abgleiten, also halt einfach irgendwelche plötzlich in Obladi, Oblada reinrutschen, so, und beide machen es einfach kommentarlos mit. Das ist schön. Hier erkennt man in dem Raum übrigens auch, dass ich die Objektkommentare und auch die Grafiken der Verwüstung sozusagen tatsächlich zu einem viel späteren Zeitpunkt erstellt habe, nämlich nach Firmengründung von Dedelic. Denn wenn man den Kugelschreiber mit der Leinwand im Hintergrund benutzt, zeichnet Edna eine Fae
mitunter. Ich glaube, es gibt sogar drei unterschiedliche Sachen, die man ranzeichnen kann. Aus irgendeinem Grund, oder je nachdem, was man als erstes macht. Aber sie kann auch eine Fee an die Leinwand zeichnen. Und das ist sogar schon die Fee, die nachher auch bei uns im Spiel ist. Recht erstaunlich ist, weil das ja machen wir gleich noch recht zu Beginn der Firma gewesen sein muss. Und dafür, dass das Spiel so spät rauskam, krass. Das Allerwichtigste in diesem Raum für mich ist allerdings das Kunstwerk mit dem Generalschlüssel. Das ist gut, ja. Das ist einfach eine unglaublich dreiste Idee, glaube ich, dem Spieler gegenüber. Es geht ja im ganzen Spielteil darum, den Generalschlüssel zu finden. Und da baumelt halt einfach ein Generalschlüssel dran. Und weil Edna halt nun mal ein Charakter ist, die Kunst respektiert, wird sie ihn halt nicht anfassen. Die ganze Kunst dieses Generalschlüssels besteht ja darin, dass er dort frei baumelt, aber dadurch, dass er halt Kunst ist, man ihn halt nicht anfassen und mitnehmen kann und benutzen kann, wie er eigentlich ist. Und das macht das Kunstwerk halt nur noch genialer und bringt Edna noch mehr dazu, ihn halt nicht zu nehmen und ihn nicht zu benutzen. Je mehr sie ihn benutzen will und halt eigentlich tatsächlich mitnehmen will, desto genialer wird das Kunstwerk und deshalb immer ein Stück stärker als sie. Ich glaube nicht, dass es irgendein Spieler mitgemacht hat, dass irgendjemand den Gedanken dahinter halt irgendwie tatsächlich, ich glaube, die meisten haben sich einfach geärgert. Aber ich finde es einfach sehr schön. Rogelbecker! Mann, helfen. Okay, ich gebe zu, also es ist wirklich grandios überlegt mit dem Schlüssel. Habe ich hier eben schon gesagt. So. Okay, wir benutzen jetzt Kugelschreiber mit Staffelei. Ich nenne es A New Beginning. Oh ja, tatsächlich da unten. Willst du dich kreativ betätigen oder ein Computerspiel spielen? Drogelbecher-Chat geht wieder los. Okay, wir versuchen nochmal zu malen. Sieh mal, Harvey, eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Verhunzen! Okay, ist ja lustig. Ja, dann gehen wir in die nächste Tür. Ich meine, ich habe jetzt eine Zickzackschere. Wieso gibt's nach einer Tür immer noch eine Tür? Wieso hören diese Türen nicht auf? Alter, was ist denn hier schon wieder 5000 Dinge zum Anklicken? Okay, ich benutze ihn jetzt einfach. Benutze den Lichtschalter. Lass das bitte. Ich brauche die Dunkelheit. Damit mir nicht so auffällt, dass ich nur noch schwarz sehe. Aha. Okay, Barhocker, Peter, Neo, Cocktailkarte. Nee, warte mal, wir sehen uns die Cocktailkarte an. Die Auswahl ist mehr als bescheiden. Bis auf Stinkdrink ist alles durchgestrichen. Okay, es gibt anscheinend nur einen Stinkdrink. Das ist so 80er. Nein, das ist nicht die Bar. Genau. Harvey? Cocktailkarte? Willst du was bestellen, Harvey? Champagner für alle. Yay! Yeah. Wenn wir hier draußen sind. Yippie! Geil! Champagner! Oh, das gibt einen Song, den ich kenne. Champagner, Koks und... den kenne ich. Der handelt auch von Champagner. Okay. Überflüssige Information. Hey, Peter! Was hältst du von dem Typen, Harvey? Scheint mir eine besonders trübe Tasche zu sein. Aha. Was hältst du von dem Typen, Harvey? Ich frage mich, wo er hinguckt. Hier davon ausgehend, dass sich der Raum um Masse krümmt, könnte es dann, dass er auf einen Punkt hinter dem Pferdekopfnebel guckt. Und dem Blick nach zu urteilen, hat jemand das besagte Pferd grün angemalt. Oh, Löffel. Löffel, Fass, Kickertisch. Okay, komm, Harvey. Aber an Kickertisch dazu hast du ja wohl was zu sagen. Wollen wir kickern, Harvey? Okay. Kickern, nicht kichern. Ach so. Ach. Auch nicht kickern. Kickern. Hä? Okay, kann er nicht. Das neue Larry habe ich noch nicht gesehen. Will ich mir auch aufbewahren. Es kann sein, dass wir das mich irgendwo mal in Gamevote reinpacken. Okay, wir sprechen erstmal mit den Leuten. Ich meine, irgendwo brauche ich Informationen, ja? Na, du... Geht es dir nicht gut? Nicht gut ist gar kein Ausdruck. Heute ist mein Geburtstag. Viele Eier mir auf dem Tacho. Was soll's? Schlimmer wird mein Leben dadurch auch nicht mehr. Du bist manisch-depressiv, stimmt's? Der Doc nennt das so, ja. Und wie nennst du das?
Ich nenne das Peter. Ich nenne das Peter. Ich bin Edna. Wer bist du? Hi, Edna. Ich heiße Peter. Im Ernst? Wer nennt sein Kind denn Peter? Wie alt bist du denn, sag mal? So heißt doch heute niemand mehr. Mann. Ein selten hässlicher Name. Wow. Mit so einem Namen würde ich mich umbringen. Ich meine, so schlimm ist es auch wieder nicht. Der Name ist zwar hässlich, aber zu dir passt er irgendwie. Wow. Alter, so viel Fettnäpfchen. Ich könnte dich ja etwas aufmuntern. Versuch's ruhig. Schlimmer als jetzt kann's wohl kaum noch kommen. Im kosmischen Zusammenhang betrachtet, sind deine Probleme vollkommen irrelevant. Genauer gesagt, im kosmischen Zusammenhang betrachtet, bist du irrelevant. Ich meine, wem nutzt es schon, dass du existierst? Und wen kratzt es, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Wow, Edna. Hast du je irgendetwas getan, das bleibende Spuren hinterlassen wird? Was ist überhaupt von Dauer? Nichts. Sogar die Pyramiden werden irgendwann zusammenfallen. Alles. Am Ende ist alles Asche. Und alles, wofür du dich jemals angestrengt hast, puff, einfach nur warme Luft. Was ich damit sagen will, ja was? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Wow, komm, also jetzt mal ehrlich, geht ein Körper in ein Fettnäpfchen mehr? Ich meine, sie macht einen soliden Körper in ein Fettnäpfchen und suhlt sich da drin. Also, ach ja, Fett, ach, scheißegal, wenn ich schon mal drin bin, dann kann ich mich auch richtig drin suhlen. Oh, geil. What the fuck? Was sagt eigentlich Poki dazu? Poki fragen wir, nachdem wir mit denen allen gesprochen haben. Immerhin bist du noch am Leben. In deinem Alter ist das nicht mehr selbstverständlich, weißt du? Der sagt doch. Du kommst jetzt in die Jahre, da geht es nun mal nur noch bergab. Die guten Zeiten kommen nicht wieder. Oh. Und was du bis jetzt nicht geschafft hast, kannst du getrost vergessen. Der Zug ist abgefahren, Peter. Von jetzt an wird es immer nur noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Wie kann man denn solche Sätze so zerreißen? Es ist ein schöner Tag und die Sonne scheint. Naja, okay, das nutzt dir hier drinnen gerade nicht viel. Immerhin bist du hier drinnen eingesperrt. Und die ganzen tollen Sachen, die man draußen machen kann, bleiben dir verwehrt. Aber vielleicht hilft es ja, dir klarzumachen, dass alle anderen Spaß haben. Weil sie im Gegensatz zu dir alles machen können, wozu sie Lust haben. Und seien wir mal ehrlich, die sind wahrscheinlich sogar froh, dass du nicht dabei bist. Wow. Du bist ja nicht gerade eine Stimmungskanone. jetzt habe ich den Faden verloren. Worauf wollte ich noch gleich hinaus? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Wow, Alter. Immerhin bist du gesund. Noch. Der Verfall schreitet doch unaufhaltsam voran. Da kann man schon mal dankbar sein, wenn die Maschine noch einigermaßen tickt. Denn das ist der Körper ja letztlich. Nichts anderes als eine Maschine. Und irgendwann landet jede Maschine auf dem Schrott. Vorher kommt natürlich die lange Phase, wo man noch versucht, etwas zu retten. Hier mal nachbessern, da mal ein Ersatzteil austauschen. Aber unvermeidlich ist es doch. Besser gar nicht erst versuchen. So eine Maschine ist halt nicht dazu bestimmt, ewig zu funktionieren. Und man muss auch den Punkt erkennen, wo sie nur noch allen zur Last fällt. Wo war ich noch gleich? Du wolltest mich aufmuntern. Ach ja, genau. Wow! Okay, wir haben nur noch eine Option. Kommt ein Mann zum Arzt, sie haben Krebs. Oder was ist, komm, wie versaust du jetzt diese Option? Kommt ein Mann zum Arzt. Also, der Mann ist etwa in deinem Alter, also alt. Sagt der Arzt, Peter, du machst es nicht mehr lange. Wow. Das war doch nicht etwa schon der ganze Witz. Wieso Witz? Ich wollte dich nur schon darauf vorbereiten, was bald auf dich zukommt. Das ist aber nicht gerade aufmunternd. Oh, ach ja. Das erinnert mich irgendwie an Lucy, die kommt auch immer so an. Ich geb's auf. Ich geb's auf. Du bist einfach ein zu harter Knochen, Brocken. Danke für deine Hilfe. So bin ich. Nicht der Rede wert.
bekannt. Für meine Höflichkeit. Kennst du zufällig einen Weg hier raus? Es gibt keinen Ausweg. Nicht aus diesem Haus. Nicht aus dieser Haut. Nicht aus diesem Leben. Ich lass dich wohl lieber allein in deinem Elend. Lass uns abhängen, oder? Warum sollte man einem wie mir auch Gesellschaft leisten? Tja, da bin ich überfragt. Okay, das war ein gutes Gespräch. Glaube ich. Nicht. Okay, wir haben noch einen Barmann. Wir haben noch einen Barmann. Bitte sei angenehmer. Barmann, ein Drink bitte. Gedulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Wasserbecher benutzen mit Barmann? Willst du diesen siffigen Wasserbecher? Der ist zwar siffig, es ist aber trotzdem keiner von meinen. Du kannst ihn behalten. Schade. Okay, ich hab da immerhin noch ein Fass, mit dem ich reden kann. Was auch immer für Dämonen darin schlafen, ich wecke sie besser nicht. Warum nicht? Dann rede ich mit dem Löffel. Du bist kein Löffel. Doch! Du bist eine schnöde Schaufel. Quatsch nicht. Okay, ich benutze die Schaufel. Wenn ich da umrühre, setze ich nur giftige Dämpfe frei. Dann nehme ich die Schaufel. Hey, fass das ja nicht an. Das ist der einzige Löffel, den ich im ganzen Haus auftreiben konnte. Okay, Poki, komm, du musst die Sache jetzt retten. Hier in diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das Gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ja. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt voll irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Ednas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern. Und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles Mögliche. Und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und gleitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut, so. Was einen jetzt einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung. Das ist eigentlich fast ein für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Wo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Dieser Abgang, das Verschämte. Okay. Wir haben noch einen Poloschläger. Benutzt das mit Fass. Oder nicht. Ich habe Angst, dass er sich darin auflöst. Kann ich den Barhocker benutzen? Kann ich Peter runterschubsen? Keine Zeit zum Ausruhen. Kann ich das Regal benutzen? Hier ist keine Selbstbedienung. Warum nicht? Okay, was kann ich denn tun? Benutze Kugelschreiber mit der Karte. Ich schreibe einen Cocktail rein. Was soll ich schreiben? Oh, geil! Edna Surprise. Edna Surprise. Okay. Kann ich den jetzt bestellen? Wo ist denn die Ding? Oh, ich habe eine Cocktailkarte bekommen. Nice. Okay, gehen wir zur Tür. Ich wüsste mich jetzt gerade nicht, was ich noch machen kann. Warum nicht Komplettlösung? Nee, das wird ja alles irgendwie versauen. Oh, ist das ein Kaffeebecher? Oh, ist das ein Kaffeeautomat? Ein Münzschlitz. Oh, ich habe noch keine Münze. Fuck. Ah, okay. Ich brauche wahrscheinlich den Telefonhörer, um die Münze zu bekommen, um mit der Münze hier hinzugehen, den Kaffeebecher zu füllen und dann dem Bienenmann zu geben und Ohrenschmalz zu bekommen. Aber was mache ich jetzt mit Ohrenschmalz? Würdest du bitte im Zusammenhang mit Suizid und Depression mal auf diese beiden Hotline-Nummern der Suizid-Hotline hinweisen? Danke. Ein ernstes Thema. In der Tat, da hat er recht. Solltet ihr jemanden haben oder selber gerade darunter leiden, bitte wendet euch an diese Leute.
Diese helfen euch. Sie sind telefonisch erreichbar unter 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Ernsthaft. Das Leben kann so schön sein. Ich mag es sehr. Ich leide momentan unter dir. Was soll das denn heißen? Chat, ernsthaft. Also, wirklich. Nein, ernsthaft, das ist ein ernstes Thema. Bitte helft solchen Menschen. Helft euch selber. Ernst gemacht. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Euer Sly.